Tina Wenichner, Bildungsreferentin der KLJB in Passau, ist auf dem Weg nach St. Oswald. Heute ist der KLJB One-Night-Stand. Was sich erstmal sehr unkatholisch anhört, ist in Wirklichkeit eine große Mitgliederaktion. One-Night-Stand heißt, zwei KLJB-Ortsgruppen werden einander zugelost. Diese sollen dann zusammen eine Gruppenstunde machen. Der Knackpunkt? Die Gruppen erfahren erst unmittelbar vor dem Start der Aktion, wo es hingeht. Das Ziel der Aktion ist, dass die beiden Gruppen produktiv werden miteinander. Im Sinne der KLJB, das heißt auch, Schwerpunkte der KLJB mit in der Aktion mit aufgegriffen werden. Zum Beispiel der faire Handel, der große Rolle spielt in Produkt dieser Gruppenstunde, weil sie werden ja gemeinsam eine Firma gründen, die nach den Richtlinien der KLJB ausgerichtet sein soll und in Kooperation mit einem Land, das sie zugewiesen bekommen haben, sein soll. Bei der KLJB St. Oswald ist die Ortsgruppe aus Obernzell zu Gast. Am Anfang geht's noch recht verhalten zu. Erstmal eine Vorstellungsrunde, spielerisches Kennenlernen steht auf dem Programm. Doch Berührungsängste gibt es nicht, sagt Marisa aus Obernzell. Wir, die KLJB Obernzell, sind die Gastgruppe bei der KLJB St. Oswald. Und wir sind am Anfang gleich recht herzlich begrüßt worden, was uns natürlich ganz stark gefreut hat. Und genau, sie haben uns dann gleich die Materialien gegeben, was wir alles gebraucht haben. Waren auch ganz offen und nett. Und sie haben jetzt den ersten Teil gemacht, das Kennenlernen und die Begrüßung. Und wir machen jetzt weiter mit dem Hauptteil. Und da wir jetzt alle Materialien haben, kann nichts mehr schief gehen. Ortswechsel. In Aholming im Landkreis Deggendorf trifft die ortsansässige KLJB auf die Gruppe aus Johanneskirchen. Hier wird auch seit Stunden kräftig diskutiert und fantasiert, eine Firma in Namibia zu gründen, die auch noch im Sinne der KLJB arbeitet, ist wohl keine leichte Aufgabe. Aber es gibt ein Konzept. Wir machen verschiedene Hotels in Namibia, bei denen wir verschiedene Sehenswürdigkeiten auch in Namibia, sozusagen eine Rundreise anbieten wollen. Wir wollen damit mehr Arbeitsplätze in Namibia schaffen, aber auch zum Beispiel eine Wasseraufbereitungsanlage in diesen Hotels installieren und somit auch umliegende Dörfer auch versorgen, wenn es möglich ist, Arbeitsplätze natürlich schaffen, Ausbildungsplätze und natürlich auch den Tourismus in dieses Land locken. Ziel der Aktion ist es auch, den Zwei-Jahres-Schwerpunkt Internationales der KLJB in der Diözese Passau zu den Ortsgruppen zu bringen. So beschäftigen sich die Gruppen durch die vorgegebenen Länder mit den dortigen Gegebenheiten und Kulturen, aber auch mit den Problemen vor Ort und versuchen, Lösungen zu finden. Und das sehr kreativ.